Hallo liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Yoshi's Island. Das letzte Mal hatten wir es mit Möwen zu tun und heute mit Luftballons, glaube ich, und Stacheln. Das kann ja heiter werden, Freunde. Luftballon, Stacheln, vielleicht auch noch Möwen und Lakitu am besten und wir sind über den Wolken. Wir haben coole Musik, aber wir haben ein Scrolling-Level vor uns. Also Plus als auch Minus. Nein. So. Nein. Ich sammle alle Sterne ein. Nein. Ich hab alle Sterne, glaube ich, irgendwie bekommen. Habe ich? Vielleicht? Eventuell? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Okay, wir sollten nicht allzu... wir haben tatsächlich Lakitu noch mit uns hier. Mist. Du da, komm her. Sterne. Oh yeah. Auf jeden Fall eine ganze Menge Sterne. Und, ziemlich viel Lakitu. So. Aber ich brauche Eier. So. Doch zum Glück kommt hier ein Schallgeier an, der uns freundlicherweise helfen möchte. Noch mehr Sterne und noch mehr Lakitu. So. Du da. Zisch mal ab. So. So. Nehmen mal die. Das Gute ist, man kann Lakitus. Wartet. Man kann Lakitus Wolke immer wieder auffressen. Deckung. Nein! Okay, ich hatte da rote Münzen übersehen. Über den Wolken, ja. Wir sind ziemlich über den Wolken hier. Aber gut, kriegen wir hin. Wir kriegen das hin, Freunde. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer, das Level bis dahin zumindest. So, Phrasen. Noch ein Schallgeil. Mist. Okay, gut. Wir kriegen ja, glaube ich, genug Sterne auch so. So. Na komm. So, weg mit der Wolke. Man kann die Wolke immer wieder neu fressen. Das ist Lakitus große Schwachstelle. So. Stur. So. Okay, Freunde. Das kriegen wir hin. Einfach nur nicht von den Wolken fallen. Das ist alles, was wir machen müssen. So, alle Sterne eingesammelt. Okay, es läuft. Wir sind immer besser. Das war ein Skillshot. Ein ziemlicher Kontra-Skillshot, um genau zu sein. Baseball, Fuzzi, er ist weg. Komm her. Nein! So. Wir werden von allen Seiten hier angegriffen, Freunde. Von allen Seiten. So, warte mal. Okay. So, dann der zischt Lakitu auch schon ab. Sehr schön. Oh Gott, hier sind wir von uns mitten im Kreuzfeuer. Was ist hier los? Hilfe! Ist zum Glück nicht übertrieben oder so. Okay, ich habe alles unter Kontrolle. Okay, wie sieht's eigentlich aus? 8 Münzen und 3 Blumen. Okay. Haben wir eigentlich noch Sternaufladedinger? Okay, wir haben genug. Was? Ernsthaft? Komm her! So, weg damit!
Okay. So, weiter geht's. Okay, Scrolling Part ist ein bisschen stressig und dass jetzt auch noch zwei Lakitos auf einmal fliegen. Das macht's nicht gerade besser. So, 15 Sterne wieder. Okay. Komm her. Eigentlich könnte ich auch die Lakitu da irgendwie bestimmt von der Wolke wegschießen. Dann könnte ich die Wolke nehmen und dann könnte ich mit der Wolke ja drüber fliegen. Aber hey, das würde in einem Scrolling-Part, glaube ich, sowieso nicht wirklich was bringen. Okay, alle einfach nur fressen. Das lernen wir aus der heutigen Folge, wenn man mal nicht weiterkommt, wenn einfach viel zu stressig wird. Einfach nur mal fressen. Alles aufessen. Ich glaube, das hilft. So. Ich warte nur darauf, dass der nächste Lakitu gleich wieder um die Ecke fliegt. Ich warte jeden Augenblick darauf. Okay, es ist kein Lakitu, es sind jetzt auf einmal Geister, die von allen Seiten hereinkommen. Freunde. Ein Sternenkreis. Nein! Okay. Okay, wie viele Sterne haben wir? Okay, 26, wir kriegen noch vier kriegen wir noch mit Sicherheit zusammen. Danke. Noch was? So. Ja, verbrauche erstmal deine Munition. So ein Idiot, jetzt hat er keine Munition mehr. Okay, komm her. So, und jetzt? Das ist doch jetzt echt nicht passiert gerade, oder? So. Das ist gerade nicht passiert. Nein. Einfach nein. So. Wo sind die Luftballons? Ich brauche Luftballons. Hallo. Ah. Ein pinker Luftballon. Nice. So, dann, ja, wir steigen langsam nach oben. So. Verdammt, er ist weg. Vielleicht wäre da oben noch was gewesen. Okay, da oben ist mit Sicherheit noch irgendwas. Okay, jetzt habe ich das Brett kaputt gemacht. Das wird immer besser hier. Und ich komm... komm, Luftballon. Warum kriegen wir eigentlich immer einen pinken? Will das Spiel mir irgendwas sagen? Ich weiß nicht was. Na gut. Hi, pinker Ballon. Tschüss, pinker Ballon. Also ist ja eigentlich ein anderer pinker Ballon, aber naja, egal. So. Wir reiten auf den roten Ballon weiter, okay. Okay, es sieht nicht wirklich aus, ob da noch irgendwas versteckt sei. Nö. Okay. Ich kann hier landen. Kann ich eigentlich in irgendeiner dieser Röhren... Ich komme tatsächlich in eine dieser Röhren rein. Sehr schön. Okay. Okay, wir haben einen Bonusraum gefunden. Ein super specialigen Bonusraum offenbar. Yay! 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 Okay, gut. Dann, aber sonst ist hier wirklich nichts versteckt, oder? Ihr sieht nicht danach aus. Okay, na gut, dann wieder durch die Röhre durch. Oh, schon wieder im Visier von irgendwem. So, erstmal die Möwen. Warte mal. Okay, ich sehe schon, was der Gedankengang dahinter war. Der Kumpel hilft uns, aber wir dürfen ihn nicht aggressiv lassen, sonst hilft uns gar nicht mehr, sonst bringt uns nur den Tod. Okay, 20 Sterne. Ich hoffe, ich... Okay, du hilfst uns auch. Danke. Dankeschön.
So, okay. Wie sieht's aus? Okay, 16 Münzen, 4 Blumen. Uns fehlen also noch 4 Münzen und eine Blume. Kriegen wir... Kommen wir da rein? Nö. Hier irgendwas versteckt? Nö. Geister haben wir hier schon wieder. Geister! Okay, hier ist schon mal nichts außer einer Röhre, die uns den Weg versperrt. Und wir sind echt ziemlich weit oben hier. Also, wir sind hier sogar schon über den Möwen im Hintergrund. Also mich würd's echt nicht wundern, wenn wir auf einmal... Wenn wir auf einmal... Was denn eigentlich? Ha, das war ziemlich cool irgendwie. Warte mal, ist das jetzt eine rote Münze? Nö, das war eine ganz normale. Oh, au, 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 au. Mario, zurück, zurück hier, hier. Nein, zurück, au. Man kommt hier nicht wirklich weiter, ne? Ducken, okay. Und weiter über die Wolke. Die Wolken sind unsere Freunde. Die wollen uns nichts Böses. Okay, irgendwas unter uns. Was wahrscheinlich tödliche Todesstacheln des tödlichen Todes. Okay, Piranha Plants. Warum nicht? Okay, okay. Die... Diese, Eiwerfer-Typis... Die versorgen uns auch mit ordentlicher Munition hier. Okay, und... Ich habe fast diesen Geist da oben reingesprungen. Und nein, ich probiere es jetzt nicht aus, auf einen Geist zu springen und gleichzeitig in die Röhre da oben reinzuhüpfen, weil das wird bestimmt nicht funktionieren. Und selbst wenn, wird da bestimmt nichts versteckt sein. Und wenn da was Interessantes versteckt ist, sein sollte... Okay, tschüss, Stern. Dann wäre es ziemlich fies, versteckt. Okay, warte mal. Wir haben alle Münzen. Oh yeah! Wir haben alle Blumen. Oh yeah! So. Ein bisschen Munition wieder aufladen hier erstmal, ne? So, bevor es großartig weitergeht. So. Okay. Sterne aufladen. Na toll, haben wir noch einen 20... Ja, dann einen 20er haben wir noch. Wisst ihr, was mein Problem ist? Warum ich andauernd die Sterne verliere? Ich werde viel zu schnell, viel zu hektisch. Oh ja, ist mir richtig aufgefallen. Als ich jetzt... In der letzten Folge, da musste ich ja auch noch den, hab ich ja nochmal nach der vierten Blume oder so gesucht, ne? Dritte oder vierte Blume war das. Und ich bin da erstaunlich gut durchgekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich hier nebenbei noch quatsche. Und wenn ich halt für mich selber spiele, beziehungsweise dann offscreen Stuff suche, dann rede ich ja, da quatsche ich ja nicht drüber, ne? Das ist ja, dann kann ich ja da mich ja voll und ganz aufs Geschehen konzentrieren. Vielleicht hat das echt damit was zu tun. Okay, jetzt bloß nicht noch irgendwie dumm... Okay, treffen lassen, wollte ich sagen. Aber nein, es ist nicht passiert. Wir sind erfolgreich ins Ziel gehüpft. Und kriegen kein Bonus-Game. Das finde ich sehr schade. Aber gut. Wir bräuchten nochmal wieder ein paar Lupen, Stern, also 20er Sternaufladeteile. Eismelonen brauchen wir, die haben wir in der letzten Folge alle verbraten. Mehr oder weniger unnötig. Und, ja. So spontan fällt mir jetzt sonst nicht ein, was uns noch fehlen würde. Aber egal, wir haben immer noch eine Punkte am nächsten Level. Das ist doch schön. Und dann sind wir in der nächsten Folge auch schon. Ich kann wirklich nicht erkennen, was das sein soll. Es könnte Yoshi sein, der auf... Es sieht echt schon aus wie Yoshi, der auf irgendwas
vorsichtig drauf tritt. Egal, überraschen wir uns auch hier wieder, das beim nächsten Mal. Und darum würde ich an der Stelle sagen, reingehauen, Freunde. Wir sehen uns dann, beim nächsten Mal oder so. Haltet die Ohren steif. Bis dahin.